aufmachen! Polizei! Alexander Lücke! Wir wissen, dass du da drin bist! Mann, aufmachen! Hey, Jan. Mann, ich bin mitten in einem neuen Riff. Pass mal lieber auf, dass sich die Nachbarn nicht beschweren. Ja, komm rein. Hier, hör das mal an. Nicht schlecht. Hey, kennst du den Club Orange? Den neuen Laden in der Nähe vom Rudolfplatz? Ja, na klar. Hat super Kritiken bekommen. Heute Abend ist eine Party da. Das sind Mädels aus aller Welt. Jan, das ist jetzt die beste Saison. Und alle warten nur auf Alexander den Großen. Korrekt. Ja, dann lass da hin. Dear Diary, here we are in Cologne, the final destination of our tour around Europe. The best thing is, Mark isn't here, my ex-boyfriend from London. My stupid ex-boyfriend from London. Auntie Susie is fab, by the way. Julie! Hi, lovely to see you! She's English and she lives here. We've got her spare bedroom. We, by the way, is me and my mate Nina. She's looking for a club for tonight. Julie! Julie! It's Club Orange! What's that? A club for tonight. Club Orange. It's got great reviews. And it's the number 4 to get there. The number 4 bus? No, the number 4 U-Bahn. The underground. Brilliant. Hey! Wie cute! John, aufhören geht's ja gar nicht mehr. Was denn? Meinst du, wo er die wohl kommen? Das sieht echt nett aus. Do you think he's German? Probably. Hey Mann, wo sind die hin? Ach, mach dir nichts draus, komm schon. Oh. Oh, what a shame. Come on, Jules, leave it. Hey, wach auf. Hey, guck mal. Hey. Habt ihr einen anderen U-Bahn-Ausgang genommen? Oder habt ihr euch verlaufen? Jedenfalls cool, dass ihr jetzt hier seid. Ihr habt echt Glück, dass ihr uns hier getroffen habt. We don't speak much German. We haven't been in Cologne for very long. Do you speak any English? A little bit. Are you from the United States? Yes. Are you from the United States? No. Oh. We're from England. Oh! My parents are from India, but I'm English. Mann, da hast du's. Das sind Engländerinnen. Ladies, please. Thank you, sir. You here in holiday? Oh, are we here on holiday? Sort of.
We're staying here for 3 months to study German. Sie sagt, dass sie 3 Monate hier bleiben, um Deutsch zu lernen. Can't we say anything German? Frag sie doch mal nach ihren Hobbys. Ja. What are your Hobbies? Hobbies. Working out. Training and stuff. And basketball. And you? Computers, photography, and music. I too! Music! I like music too. You too? Music? No! You say, I like music too. Yes, I like music too. I play the saxophone. So? What do you think, men? Yeah, it's going fine. No, I mean, what do you think of him? The one with dark hair? He seems like a very nice boy. Very nice. Shut up, Mean. I don't want another boyfriend. Yet. Not all boys. I like that mark. Die sind echt nett, ne? Nett? Die sind voll gut drauf. Auf welche stehst du denn? Hör mal auf. Sorry. We have to go now. Oh. Tomorrow at 9 o'clock we have to clean the house. It's for my auntie. Was sagt sie? Dass sie jetzt gehen müssen, obwohl es noch so früh ist. Aber sie müssen morgen früh um 9 das Haus putzen. Sie machen das für irgendjemanden. Ein Haus putzen? Um 9 Uhr morgens? Was denn für ein Haus? Mann, keine Ahnung. Hab ich auch nicht verstanden. Sorry. Okay. No problem. No problem. I'm not sure they've got the plot, Jules. Going home early to clean Auntie's house. Super früh ab nach Hause, um zu putzen. Versteht einer die Engländerin? Please? Your handy number? Pardon? Your handy number? Mobile number. Oh. 0151. 542 2 818 57 7. Okay, thanks. Come on, we're gonna miss the last U-Bahn. Okay, bye. Bye. John, wie heißen die eigentlich?